So, wir sind in der dritten Werbepause wieder zurück und wir haben schon mal Teller und Besteck vorbereitet und wir schauen nach dem Blumenkohl. Was macht der Blumenkohl? Okay, noch ungefähr 2, 3 Minuten, dann ist er soweit fertig. Geht schon auseinander. Dafür brauchen wir aber jetzt noch etwas Rotkohl, selbstgemachten Rotkohl. Wie geht das? Man nimmt einen handelsüblichen Rotkohl, also die eine Hälfte davon, und macht Ritschi, Ratschi, 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 Ratschi. Dann kommt das mit Essig und Öl. Ah, was haben wir vergessen? Kühlschranktür. So, dann einfach Rotkohl reinlegen in Essig, Öl, ein paar Gewürze und kommt schon mal auf den Beilagen. So. Da war übrigens früher mal ein Bratfisch drin. Bei uns um die Ecke. So, wir nehmen den Beilagenteller schon mal hier vorne rauf. Und wir gucken jetzt, was haben wir denn noch drin im Kühlschrank? Genau, wir haben noch rote Beete und Mais. Hopp. Mit einer Hand? Oh. Ja, geschafft. Okay, so, wollen wir mal gucken. Da wollen wir noch ein, zwei Kugeln reingeben. Hopp. Ja, genau, die kommen darauf. Hopp. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Immer so eine Handvoll. So. Und wir brauchen noch ein bisschen Mais für die Farbe. Hopp, so. Das reicht. Der Blumenkohl wartet schon. Die Soße auch. Ah, herrlich, herrlich. So, aber wir haben ja noch einen Nachtisch. Den haben wir hier, genau. Das ist ein Joghurt aus Holland mit Erdbeeren und Grüffel. Den gibt es dann anschließend. So, aber wir wollen jetzt mal schnell den Blumenkohl ein wenig erleichtern. Machen jetzt mal den Ofen aus. Zack. Und wir gießen einfach mal den Blumenkohl ab. Dadurch schon mal kaltes Wasser laufen lassen. Und mit einer Hand, normalerweise hätte ich kein Wasser genommen zum Abgießen. Aber da ja kein Sieb zur Hand ist, kann man ja das einfach mal spontan machen. So, wir nehmen einmal ein großes Röschen. Hopp. 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 Egal. Machen wir es mit den Fingern. Hopp. Einmal. Dann kommt das Fleisch. So, was haben wir noch vergessen? Richtig, wir brauchen noch etwas. Knoblauchsalz. Okay, was haben wir noch vergessen? Genau, der Dill. So, komm her. Und wir brauchen wieder die Schere. Die hat sie nämlich schon wieder in die Schublade verzogen. Und da müssen wir jetzt einfach mal schnibbeln und filmen. Ob das geht? Okay. Läuft das noch? Ja, läuft noch. Zweiter Versuch. Ich habe keine Ahnung, was man sieht, aber könnte schön sein. Oh, hopp. So. So, ich habe auch. Dann kann der wieder zurück an sein. Und die Heizung das nicht kaputt macht, habe ich immer einen kleinen
Vorbau gemacht. So, jetzt haben wir eigentlich das ganze Essen zusammen. Nein, es fehlt noch das Getränk, genau. Das Getränk. Ah, Moment, warte mal. Kennst du die noch? Moment. The Circle ist ein Projekt von Domus Vivendi. Wenn es um Veranstaltungen geht, schmeißen wir die größte Party. Wir brauchen noch ein Getränk. Wir nehmen natürlich keinen Wein, sondern wir nehmen handelsüblichen Ananassaft. Fernseher machen die Finger immer dicker. Hallo liebe Sam-Freunde, in 30 Sekunden könnten wir nur ein paar Artikel aus unserem riesigen Sortiment nennen. Baluda Bär, K, Mowgli, okay, gut, dann haben wir unser Dschungelbuchessen für heute fertig. Ich wünsche guten Appetit und vielen Dank für die Soße, für die Brühe. Vielen Dank. Tschüss. Der deutsche Supermarkt an der Playa de Palma im La Ibera.